Reden in unserer Aussprache ist für die Fraktion der Sozialdemokraten unser Kollege Dr. Sascha Rabe. Bitte schön, Kollege Dr. Sascha Rabe. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, also Herr Minister und Frau Rathjen-Dammerau, Sie können ja hier weiter Nebelkerzen werfen, wie Sie wollen. Es ist und bleibt einfach eine Schande, dass 3 Jahre vor der versprochenen Erreichung des 0,7-Prozent-Ziels anstelle der von einer Mehrheit dieses Parlaments im entwicklungspolitischen Konsenses geforderten 1,2 Milliarden Aufwuchs Sie hier nur 37,5 Millionen Aufwuchs vorlegen und das noch als Rekordhaushalt feiern. Das ist wirklich schäbig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil Sie ja dann immer gerne auf die Vergangenheit zurückgreifen und so tun, als wäre ja auch in der Vergangenheit nie Wesentliches passiert, um dem 0,7-Ziel näher zu kommen, möchte ich ja doch hier mal Zahlen in dieser Haushaltsdebatte am Anfang verwenden aus den Jahren 2008, 2009. Da hatten wir im Jahr 2008 unter Heidemann Witschereck-Zeul einen Aufwuchs von 641 Millionen und 2009 von 679 Millionen Euro. Und Herr Minister, in all den 4 Jahren, in denen Sie als Minister jetzt das Amt zu verantworten haben und den Haushalt, haben Sie in 4 Jahren insgesamt noch nicht mal das zustande gebracht, was wir in einem Jahr der letzten Legislatur unter Heidemann-Witschereck-Zoll in Aufwüchsen hatten. Sie kommen da nicht mal auf 500 Millionen in 4 Jahren. Und das, Herr Minister, ist wirklich mickrig. Das wird der Verantwortung nicht gerecht, die wir in der Welt haben. Und dass Sie dann noch vom 0,7-Prozent-Ziel sprechen, das Sie bis 2013 einhalten wollen, das ist wirklich dreist. Da kann man nur sagen, Herr Minister, Sie sollten hier endlich die Wahrheit sagen und nicht die Menschen hier weiter belügen und vor allem auf dem Rücken der Ärmsten, der Armen, hier solche Zahlentricksereien betreiben. Jetzt kann man sich natürlich auch fragen, was haben Sie auch getan im Kabinett, um diese Themen voranzubringen? Denn es ist ja so, Herr Minister, dass die Entwicklungspolitik auch natürlich von den anderen Ressorts mit unterstützt werden muss. Und wir wissen, dass Sie anlässlich der Statistik der ersten 100 Kabinettssitzungen erstens am meisten gefehlt haben und zweitens nicht einen einzigen Tagesordnungspunkt aufgesetzt haben. Und ich frage Sie angesichts der Initiative des Parlaments im Jahr 2011, wo 372 Parlamentarierinnen und Parlamentarier aller Fraktionen unterschrieben haben, dass sie die 0,7% einhalten wollen und dass man beginnend mit dem Haushalt 2012 jedes Jahr 1,2 Milliarden Euro zur Verfügung stellen will. Haben Sie denn nicht einmal daran gedacht, im Kabinett Ihren Kollegen diese Initiative vorzustellen, mal dafür zu werben? Das ist eine Brüskierung des Parlaments, dass Sie das weder im Kabinett einmal angesprochen haben und dann hier Haushaltsentwürfe vorlegen, die wirklich jeder Beschreibung spotten, Herr Minister. Man nennt Sie ja schon unter Kollegen den Minister nieder. Sie sind ja an der Sache anscheinend nicht besonders interessiert. Und was Ihre Ausführungen zur Finanztransaktionssteuer angeht, das wäre ja die Quelle, wo wir eigentlich auch einen großen Schub in der Finanzierung erwarten können. Da haben Sie ja auch uns im Ausschuss mehrfach gesagt, auch wenn die Kanzlerin dafür ist, was interessiert mich, was die Kanzlerin sagt, ich bin dagegen. Das ist natürlich auch ein Schlag gegen die Kampagne Steuer gegen Armut, die die Zivilgesellschaft unterschrieben hat, dass der zuständige Minister nicht vorne weggeht für dieses Ziel, sondern das noch zerschlägt und konterkariert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie rechtfertigen diese schwachen Aufwüchse dann immer damit, dass Sie für Qualität und Effizienz gesorgt hätten. Sie haben einen DAX-Bericht zitiert, der zu Recht mal angemahnt hat, dass die finanzielle und technische Zusammenarbeit in Deutschland zusammengelegt werden muss. Richtig. Das haben Sie aber auch nicht gemacht. Sie haben stattdessen eine Reform gemacht der technischen Zusammenarbeit. Gut. Das ist sicherlich auch ein kleiner Schritt gewesen, der richtig gewesen ist, den wir auch nicht weiter kritisieren. Aber die Frage ist doch, haben Sie es wirklich mit dem Ziel getan, um mehr Qualität und Effizienz zu erreichen? Da stellen sich bei uns schon ganz große Fragezeichen auf. Denn in Wirklichkeit haben Sie doch diese ganzen Umstrukturierungen genutzt, um Ihre Parteifreundinnen und Parteifreunde teils ohne jede Sachkenntnis und Kompetenz in diesen neuen Organisationen unterzubringen. Und ich schaffe nicht mehr Effizienz und Qualität, wenn ich in Schlüsselstellen der Ministerien und Durchführungsorganisationen Vetternwirtschaft nach Parteibuch betreibe, sehr geehrter Herr Minister.
Das fing ja schon ganz früh an. Und ich habe hier im Prinzip jedes Jahr verlesen müssen, auch vom Personalrat, Mitteilungen, in denen das angeprangert wird. Und wir haben hier vom Sommer 2012 leider wieder eine Mitteilung, in der auch nochmal beschrieben wird, dass das eben hinsichtlich 2013, wenn die Wachablösung wohl droht, noch verstärkt weitergeht. Hier heißt es, Sommer 2012, in der Amtszeit von Minister Niebel ist die nun anstehende Besetzung der Leitung der Abteilung 2 die sechste Neubesetzung einer Abteilungsleiterstelle. Da geht es übrigens um Harald Klein, der damals den Putsch in Honduras als Leiter der Friedrich-Neumann-Stiftung gerechtfertigt hat und jetzt Generalkonsul in Rio wird. Sie haben ja auch neulich in Paraguay auch einen Putsch gerechtfertigt. Sie kennen, das ist ja anscheinend Ihre Belohnung. Und dann heißt es weiter, in 5 dieser 6 Fälle wurden externe Bewerbungen berücksichtigt. Lediglich in einem Fall ein interner Bewerber. Der Personalrat hat seit Beginn der Amtszeit von Minister Niebel immer wieder darauf hingewiesen, dass zahlreiche externe Besetzungen für das Haus problematisch sind, da bei den Quereinsteigern weder Kenntnisse des Hauses noch in vielen Fällen vertiefte Kenntnisse der Entwicklungszusammenarbeit vorhanden sind. Da die politische Leitung, heißt es hier weiter, des Hauses ihre Personalpolitik regelmäßig mit dem Hinweis rechtfertigt, unter früheren Leitung des PMZ habe es eine ähnliche Anzahl an Quereinsteigern gegeben, sei darauf verwiesen, dass in den Amtszeiten von Ministerin Wiczorek-Zeul und Minister Spranger lediglich 2 Abteilungsleiter von außen besetzt wurden, also in 18 Jahren lediglich 2, hingegen alle anderen Berufungen aus dem Haus erfolgt sind. Und jetzt sage ich Ihnen, was das für Auswirkungen auf die Effizienz und Herr Qualität Kollege, hat. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen Jürgen Koppelin. Ja. Bitte schön, Kollege Jürgen Koppelin. Herr Kollege Rabe, entnehme ich Ihren Worten oder Ihrem Eifer jetzt am Rednerpult, dass Sie sich darüber ärgern, dass im Ministerium die Aufkleber entfernt wurden, dass man dort Mitglied der SPD sei. Die gab es dort zahlreich. Nach dem Motto, hier ist mal Mitglied der SPD. Ich habe es ja nicht verstanden. Sagen Sie noch mal. Ich sage, ärgern Sie sich darüber, dass die Aufkleber entfernt wurden im BMZ, dass man dort an den Türen und überall den Aufkleber sah, hier sind wir Mitglied der SPD. Und darf ich Sie weiterfragen, wie es kam, dass beim Regierungswechsel 98 sofort beim DED ein hoher sozialdemokratischer Funktionär aus Nordrhein-Westfalen Chef des Unternehmens wurde? Sehr geehrter Herr Kollege Koppelin, also zu Aufklebern kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich kann Ihnen aber gleich in meiner Antwort etwas dazu sagen, wie in der Zwischenzeit das BMZ in der Tat zu einer Wahlkampfzentrale für die FDP umgebaut wird. Da kann ich Ihnen auch gleich einen Beleg für geben. Ich werde Ihnen das jetzt gleich in meiner Antwort sagen. Und was 1998, verzeihen Sie, ich bin 2002 ins Parlament gekommen, also was nun jetzt vor 14, 15 Jahren gewesen ist. Ich weiß, dass dieser Kollege, den ich dann kennengelernt habe, der dort am DED an der Spitze saß, dass das ein höchst qualifizierter Mann gewesen ist, der meines Wissens auch vom Minister sogar dann in den Vorstand der GIZ berufen wurde, weil er eben so eine gute Qualität hat. Und er spricht auch überhaupt nichts dagegen, Herr Kollege Koppelin, wenn auch besonders qualifizierte Expertinnen und Experten, die die Sachkenntnis haben, auch bei einem Bewerbungsverfahren zum Zuge kommen, auch mit einem Parteibuch, egal welcher Art. Die sollen ja auch nicht benachteiligt werden. Aber es ist doch ein Unterschied, Herr Kollege Koppelin, ob zum Beispiel bei Ministerin Wiczorek-Zeul von 3 Abteilungsleitern einer ein SPD-Parteibuch hatte und 2 parteilos waren, oder Minister Niebel jetzt von 3 Abteilungen 5 also von 3 auf 5 die Abteilung erhöht hat, davon jetzt 4 Abteilungsleiter ein FDP-Parteibuch haben, einer ein CDU-Parteibuch. Und ich sage Ihnen, Herr Kollege Koppelin, das ist nämlich der Unterschied, ob man jemanden einstellt, der auch Sachkenntnis hat oder nur noch Parteibuch. Denn der Personalrat schreibt, dass, und da kommen wir zum Thema Qualität, diese Entwicklungen auf allen Ebenen haben Konsequenzen für das Haus, Herr Koppelin. Sie wirken sich negativ auf Fachlichkeit, Führungskompetenz, Außenvertretung des BMZ und die Motivation im Haus aus. Ein personell und organisatorisch geschwächtes Ministerium kann seine Aufgaben nur bedingt erfüllen. Und deshalb, Herr Koppelin, schreibt der Personalrat, in gerade einmal 2,5 Jahren hat die politische Leitung es verstanden, zahlreiche höchst motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Klientelpolitik und durch anhaltende Missachtung von fachlicher Leistung wie inhaltlicher Kompetenz zu brüskieren. Und darum geht es, Herr Kollege Koppelin, nicht um Aufkleber. Es geht auch darum, dass der Minister Niebel, Herr Koppelin, eine Abteilung Planung und Kommunikation geschaffen hat. Die gab es vorher gar nicht. Das heißt, der Minister zieht
zu Lasten von Ressorts, die sich um Inhalte kümmern, zu Afrika, Asien, Personal ab, um dann eine Propagandaabteilung aufzubauen. Und das wird natürlich auch vom Personalrat kritisiert. Herr Kollege, weil wir brauchen, ich will Sie nur darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt wieder die normale Redezeit laufen lasse, weil ich davon ausgehe, dass die Antwort hiermit beendet wird. Einverstanden. Also es kann nicht sein, dass das BMZ umgebaut wird zu einer Wahlkampfzentrale der FDP. Und da ist bis 2013 Schlimmes zu erwarten. Wir haben hier neulich erst einen Brief zugespielt bekommen von der KfW, wo sich Mitarbeiter darüber beklagt haben, dass jetzt eine Kampagne von 6 bis 7 Millionen Euro stattfinden soll. Angeblich Mittelstandsoffensive Afrika. Da spricht ja erstmal nichts dagegen. Aber dann heißt es entlarvend im Schreiben vom Staatssekretär Bärfels, dass sich Herr Niebel und Minister Rösler da geradezu ideal persönlich in eine solche Kampagne einbeziehen lassen. Und 6 bis 7 Millionen Euro seien ja viel Geld. Die sollen auch natürlich zielgerecht bis Juni 2013 ausgegeben werden. Aber, und jetzt kommt's, der politische Ertrag für die Bundesregierung wird das aber bei Weitem übersteigen. Ich sage Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren Niebel, weil Sie gesagt haben, Sie spielen jetzt irgendwo oben in die internationale Liga mit. Im Ausland lachen sich unsere Partner leider über uns kaputt, wenn wir noch was von guter Regierungsführung sagen. Wir spielen mittlerweile in einer Liga. Wenn wir hier mal im Sportvergleich bleiben, ja, spielen wir mittlerweile in einer Liga, wo die Wettmafia vorher die Ergebnisse kennt. Genauso wie man da weiß, wie ein Fußballspiel vorher ausgeht, weiß man bei Ihnen, bei jeder Bewerbung, die Sie im Ministerium durchführen, wer am Ende gewinnt, immer der Bewerber mit FDP-Parteibuch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Kollege Sascha Rabe, ich will noch darauf hinweisen, und das gilt insgesamt in diesem Hause, mit dem Wort Lüge, gleich in welcher Form formuliert, sollte man insgesamt sehr vorsichtig umgehen. Unparlamentarisch ist es jedenfalls. Nächste Rednerin unserer Aussprache ist die Frau